Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Assassin's Creed. Beim letzten Mal haben wir so ein paar Herausforderungen gemacht und ein bisschen Sightseeing betrieben. Wir hätten jetzt theoretisch auch schon den Anschlag freigeschaltet. Aber ich möchte die beiden Herausforderungen hier noch eben machen. Und dazu müssten wir nochmal eben schnell ins Nobelviertel zurück. Hoffentlich hat sich die Lage da wieder ein bisschen beruhigt. Und die Wachen kennen uns nicht mehr. Wäre natürlich ganz praktisch. Ja. Hoch mit dir. Braucht man Grund, um hier grundlos in die Gegend rumzuspringen? Alle, yep. Hippa. Na, hallo. Sollst da hochspringen? Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Bin ja schon weg. Ganz ruhig. Immer diese betrunkenen Schubser. Was soll denn das? Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Meine Familie ist sterbenskrank. Oh, nicht so eine schon wieder. Nein. Geh weg. Bitte, Herr, habt ihr ein Geh weg. Nein, bitte geh weg. Nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Doch, ich gehe jetzt einfach. Na. So. Wie weit bin ich denn noch entfernt? Oh, das ist ja nur eine ganze Strecke. Ich versuche wieder hier übers Dach zu klettern. Kürzeste Weg. Also Luftlinie. Geht, na. Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Ah, nun, ich bin sicher, dass ich hier... Das war jetzt nicht so ganz das, was ich eigentlich wollte. Darf denn hier vernünftig hoch? Na. Hallo? Wirst du wohl noch so ein Fenster hochklettern können? Meter die Richtung, also werde ich hier gleich wohl mal irgendwann wieder vom Dach absteigen müssen, nämlich wahrscheinlich hier. Aua. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Ach du, da kriege ich wohl irgendwie hin. So, hier bin ich schon mal gewesen. Sieht man daran, dass da nämlich hier diese... Na, wie heißen denn jetzt? Partisanen stehen. Irgendwo hier muss er doch sein. Probier's jetzt einfach nochmal hier. Anscheinend steht er auf der Rückseite dieses Gebäudes. Na. Also manchmal ist die Kamera echt ein bisschen blöd. So. Ist da unten einer? Na, sollte vielleicht nicht den Passanten auf den Kopf springen. 14 Meter... Ah, du schon wieder? Dich kenne ich doch. Friede sei mit euch, Bruder. Obwohl mir selbst kein Frieden vergönnt ist. Geschieht mir recht, schätze ich. Ich war zu tollkühn und Wilhelm hat seine Bogenschützen entsandt. Ich würde mich ihrer selbst annehmen, aber ich habe nicht euer Geschick. Wäret ihr bereit, sie aufzuspüren und zu töten? Vielleicht kann ich euch von Nutzen sein, falls ihr mir helft. Aber seid vorsichtig und lasst euch nicht sehen. Och, ich lasse mich eigentlich nie sehen. So, schon mal die geheime Klinge wieder auspacken. Diesmal sind es auch drei Bogenschützen. Der anscheinend hier oben drauf steht. Das soll einer davon. Gut, dass ich hier wenigstens kein Zeitlimit habe. So, wie komme ich denn da jetzt am geschicktesten hoch? Da ist überall ein Dach drüber. Versuch's mal hier. Na, nimm die Hände aus der Luft.
Ach, da kann man dann auch erkennen, dass Altair auch nur 9 Finger hat. Da fehlt der Ringfinger der linken Hand. Da habe ich vorher noch nie so wirklich drauf geachtet. Was für ein Narr. So, hier soll irgendwo ein Bogenschütze stehen. Ein Assassine! Ups. Ihn! Och nö. Du mich auch. Na, komm. Fall da mal kurz runter. Ich will mal eben schauen, wie ich denn hier am geschicktesten hochkomme, dass du mich nicht siehst. Komme ich hier? Ah, da ist sogar eine Leiter. Sag ich dir nicht, dann weißt du das ja auch. Also wissen wir nehmen beim nächsten Mal die Leiter. So. Das muss ich mir jetzt nicht nochmal anhören. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur mein paar kleine Münzen. Assassine! Tötet ihn! Lasst ihn nicht den Kopf! Ach, was? Glaubt ihr, mich abschütteln zu können? Was? Wieso haben die mich jetzt sofort erkannt? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab ihn gefunden, er ist hier! Da, komm schnell! Das gibt es doch gar nicht. Hallo? Lässt du mich wohl mal in Ruhe und haust mir hier nicht dein Schwert in den Rücken? Wow. Steht da unten zufällig irgendwie... Nö, aber dafür sehe ich da eine Assassinenflagge. Wieso haben die mich sofort erkannt? Wer hat das getan? Sagt es mir! Warum tut er das? Bin mal gespannt, ob ich jetzt hier wieder rot aufblinke. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Was? Erledigt. Gebt auf. Was? Aua. Ich komme näher. Jemand mein Ende. Höre den Zorn Gottes. Glaubst du, du könntest mir entfliehen? Ja, doch. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Deine Rapide hier! Anscheinend muss ich mich vorher doch ein bisschen verstecken. Bis sich die Lage wieder auf... Ja, bis sich die Lage wieder beruhigt. Hallo. Hallo. Wo kommt ihr denn gerade her? So. Bleibst du wo liegen? Ich habe gesagt, liegen bleiben. Du magst es noch nicht wissen, aber du hast bereits verloren. Stehen bleiben. Liegen bleiben, meine ich. So, irgendwo muss ich mich mal eben kurz ein bisschen verstecken. Was? Ihr könnt mir nicht entkommen. Och, ich probier's einfach mal. Alter Vater. Aua. So, mal kurz in die Lunge gepiekst. Ja, ich bring dich vorher zur Strecke, ganz ehrlich. So. Wo ist er denn? Da. Na, kämpf. Kämpf doch endlich. Kämpf doch. Na, dann hau halt ab. Wo ist der hergekommen? Der führt nichts Gutes im Sinn. So. Hoffentlich hat sich die ganze Stimmung jetzt wieder ein bisschen beruhigt. Stark, Bürger. Bleibt stark in eurem Glauben. Möge der Weg auch steinig und der Prüfungen viele sein. Wissen, na, was wird er denn erzählen? Gott über euch wacht. Seine Hand wird unsere tapferen Recken zum Sieg führen.
Ja, ist klar. Immer dieses Vertrauen auf Gott in irgendwelchen Schlachten. Naja, da mag man halten, was man will. Davon mag man halten, was man will. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass Leute sich dann auf irgendwelche Götter berufen, nur um in der Schlacht erfolgreich zu sein. So, ist jetzt hier alles wieder ruhig? Ja? Ja? Gut. Diese Männer führen das Böse in ihren Herzen. So. Und so steht Richard, unser König und Retter. Mal wieder die geheime Klinge. Was? Und beschützt uns vor ihrer Arglist. Die Bogenschützen leben noch, Alter hier. Kehr zurück, wenn das nicht mehr der Fall ist. Ja, mach ich. Furcht und Zweifel sind die Waffen unserer. Anscheinend darf die Leiter da auch nicht wirklich hoch. Komme ich denn da irgendwie nach oben? Worte, die nur die aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und ungebildet. Ja, und ich habe einen Auftrag. Wann versteht ihr das endlich mal? Seltsam, so ein Verhalten habe ich noch nie gesehen. Weg mit dem Abschaum. Aua. Warum hat die mich jetzt gehauen? Was soll denn das? Das finde ich voll unfair. So, wo ist der Bogenschütze? Nur, dass er sie nicht zu schützen vermag. Niemand kann der Macht von König Richards Heerscharen. So, wollen wir eben kurz gucken. Der steht da links neben dem Gebäude. Was er jetzt für Drehrichtungen hat. Ach, der läuft auch noch hier rum. Ein Assassine! Töte ihn! Manno! Was soll denn das? Der sieht mich viel zu früh. Ja, jetzt sei doch mal ruhig. Muss ich das nochmal auslösen? Oder ich mache erst die Flaggenherausforderung. Fürchtet euch nicht. Furcht und Zweifel sind die Waffen unserer Feinde. Das sind so die Sachen, wo ich mir dann teilweise denke, warum sind die so gründlich, diese Waffen? Solltet ihr euch versucht fühlen? Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Nein. Bittet Gott um seine Führung. Nochmal das Ganze. Wird er euch erhören? Ich meine, jetzt haben wir wenigstens schon mal einen Anfangspunkt gefunden, dass wir hier hoch können. Ob er einen Grund dafür hat. Und so straft er uns. Sendet Na, warum kletterst du zur Seite, Alter, hier? Doch Gott ist auch gnädig. So. Er steht da hinten. Gib mir doch ein bisschen Geld. Anscheinend könnte ich ihn, wenn er da hinten steht und sich nach links umdreht, doch irgendwie erwischen. Euch vergeben, denn er ist ein gnädiger Gott. Um Vergebung bitten müssen wir. Denn nur mit reinen Herzen und Seelen. So, dann kletter ich mal nach hier. Sieg erringen. Die Sarazenen werden. Dreh dich mal um. Dreh dich um oder geh woanders hin. Und vertrieben sie aus den umliegenden Landen. Nun ziehen sie sich in den Süden zurück. Komm, dreh dich nochmal. So. Damit hätten wir Nummer 1 erledigt. So, wo ist Nummer 2? Wie weit ist der weg? Da. So. Der steht da vorne anscheinend irgendwo auf dem Dach. Na. Hallo? Ups, das wäre beinahe schief gegangen und er da runtergerollt. Oh, da haben wir dich ja schon. Der ging schon erheblich einfacher. Und jetzt nur noch Nummer 3. So, wo bist du? Meter. Okay. Der steht oben auf dem Haus.
Soll ich den denn kriegen, ohne dass der mich sieht? Guck mal ein bisschen, wie er sich verhält. Wenn er da rechts nämlich relativ lange stehen bleibt, könnte man über das linke Haus irgendwie rüber. Weil da dreht er sich auch schon wieder um. Komme ich das Haus denn so irgendwie hoch? Ich wechsle mal kurz nach unten. Das kann ja noch spaßig werden. So, ich tauche mal eine kurze Runde unter, damit die französischen Freunde uns hier nicht mehr sehen. Soll wir denen nicht mehr auffallen. So, da ist wieder irgendwie ein Marktstand, so wie das aussieht. Ja. Aber die Marktstände sehen auch alle irgendwie gleich aus und haben alle das gleiche im Angebot. Das finde ich echt ein bisschen merkwürdig. So, da oben müssten wir theoretisch nach oben. Neben uns läuft gerade einer von der Wache. Also hier läuft doch ziemlich viel von der Wache rum. Ich will mal versuchen, ob ich da oben auf diese Brücke drauf komme. Ja, ich glaube, hier habe ich höhere Chancen, nach oben zu gelangen. Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Was so. In Gottes Namen treibt er da? Hä? Komme ich jetzt hier irgendwie rüber? Dann wären wir jetzt zumindest schon mal an dem Haus. So, kann ich die Kamera jetzt so drehen, dass ich ihn sehe? Okay, das könnte klappen. Wenn er da hinten so lange stehen bleibt. Das sollte sogar klappen. Dann nehme ich ihn mir vor, wenn ich das nächste Mal... Beziehungsweise wenn er das nächste Mal da hinten hinläuft. Ich muss ja nur noch hinter ihm her. Ist halt nur die Frage, wann er sich wieder da hinten hinbequemt. Geh mal eine Etage tiefer, damit er mich nicht sieht. So, das könnte jetzt klappen. Das sollte auch klappen. Bam. Junge. So, damit haben wir die Assassinen-Herausforderung auch gemacht. Aua. Jetzt müssen wir nur noch die Quest wieder abgeben. Ah. Irgendwie ist mein Hals gerade ein bisschen trocken. So, hier kann niemanden anrempeln, vor allen Dingen nicht die Wache. Die werden ja sonst ein bisschen aggressiv. Ne? Warum setzt du dich jetzt hin? Wie gesagt, der erste war ein bisschen arg schwierig, weil ich nicht wusste, wie ich den angehen sollte, aber die anderen beiden gingen eigentlich sehr gut. Hab Dank, Altair. Jetzt kann ich mich wieder frei umherbewegen. Nehmt diese Karte, die ich angefertigt habe. Sie zeigt euch, wo Wilhelm weitere Bogenschützen postiert hat. Sehr hilfreich, wenn ihr erst in seiner Festung seid. Ja, das finde ich schon sehr, sehr gut. Wilhelms Bogenschützen werden angezeigt. Kann ich die eigentlich so auf der Karte auch sehen? Alle Elemente... Wieso zeigt er mir nicht an, was das für Elemente sind? Das sind ja, glaube ich, die... ja, Heuhaufen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also die Versteckmöglichkeiten. Missionsziele. Haben wir nur noch das da. Und hier ihn. Also das Büro. Optionale Ziele. Da haben wir eigentlich soweit alles erledigt. Da haben wir alles erledigt. Na, machen wir nochmal die Informanten-Herausforderung. So. Und ich bin schneller als du.
Ich meine, es ist schon realistisch, dass damals immer so viele Bettler rumgelaufen sind. Aber, dass sie mir ständig auf den Keks gehen müssen... Oh, da bist du. Das finde ich ein bisschen blöd. Wieder zurück, Alter, hier. Ihr braucht immer jemanden, der eure Drecksarbeit verrichtet. Ja. Dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen. Nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch, einige Massia-Flaggen zu finden, die ich in Richards Viertel versteckt habe. Bitte kommt baldestmöglich zurück, denn ich habe etwas für euch. Juhu. So, wo ist es denn Es sind die... wichtige Informationen. Aber dieses Mal versucht schneller zu sein. Was? Wo ist denn die erste Flagge? Ach da. Na toll. Rennt er sofort an der ersten Flagge vorbei? Er muss den Verstand verloren haben. Hallo. Was tut dieser Mann denn? Das kann jemanden so. Du sollst da draufklettern. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Warum springt er da nicht drauf? Was fehlt ihm denn da? Nein. Guter Sturz. Geschieht ihm recht. Schaut, was macht er da? Na, ich bin hier gerade ein bisschen... anscheinend neben der Spur. So, wahrscheinlich geht's jetzt hier oben weiter. Na. Uah. Das wär's ja jetzt beinahe gewesen. Hier sollen noch irgendwo Flaggen stehen. Da habe ich eine verpasst. Irgendwo hier, genau da. Ja. Na. Nimm doch mal die Flaggen mit. Hast du die jetzt mitgenommen? Gut. Nein! Das wäre natürlich jetzt Wahnsinn, wenn das mit der letzten Flagge nicht hinhaut. So. Yeah! Das ist eine Premiere. Eine Flaggensammlung in der ersten... Eure Arbeit zwingt mich, meine Meinung über euch zu ändern, Alter, hier. Hier ist alles, was ich über Wilhelm von Montferrat weiß. Er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit, bevor der König gen Jaffa aufbrach. Seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle, umgeben von seiner Armee. Glaubt ihr, dass ihr ihn in dieser beschützten Umgebung angreifen könnt? Wir werden es sehen, aber noch zweifle ich. Na, das war jetzt nicht so, unerwartet, dass Wilhelm sich zurückzieht, sobald man ihn angreift. Also von daher hätten wir uns das eigentlich auch sparen können. Was haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir nur noch das Büro. Aber ich würde vorschlagen, das mache ich im nächsten Teil. Und in diesem Sinne, bis denn, tschüss.